Hallo und willkommen zu Transocean 2. Wir sind mit der Mary in Japan angekommen. Die Jungfernfahrt hat 125 Millionen eingebracht. Dann gucken wir mal, was wir an Folgeaufträgen haben. Oh, schön viele illegale Aufträge. Wir wollten nach Kaohsiung, weil es da ein Upgrade-Dock gibt für unseren Megadampfer. So, 60 Millionen. Na. Ja, dann nehmen wir die 30 Millionen mit. Ja, dann machen wir so 90 Millionen. Ist auch nicht schlecht. Und ja, wir haben schon wieder so viel Geld gesammelt. Dann können wir jetzt auch mal zwei Schiffe pendeln lassen hier Afrika West. Das wäre hier zwischen Luanda und Lagos. Dakar auch noch. Und Algier. Aber immer nur so kurze Strecken ist natürlich am besten. Dann gucken wir mal Bulkschiff. Klasse 2. Da haben wir eins mit 50.000 Kubik. Das kaufen wir einfach mal. Gut, ein Champion wird es wohl jetzt nicht werden, aber ist ja egal, wie der heißt. 5.000 Toy, jawohl. Für Containerschiff. Der Amateur. Dann gucken wir gleich mal nach Aufträgen. Der Champion. Der könnte jetzt auch ein paar Aufträge nach Durban annehmen. Oder direkt nach Luanda. Luanda, so können wir mal gucken. Dann den. 5, noch einmal 20.000. Jawohl, 17 Punkte für die erste Fahrt nach Afrika West. Dann die Hanna Maria in New York. Wir haben noch Aufträge nach Balboa. Ja, einen können wir noch mitnehmen. Dann fahren wir nach Balboa und der Amateur. Nenne ich jetzt einfach so, auch wenn er ein bisschen anders heißt. Ja, da fahren wir auch nach Luanda. Ja, auch 13 Punkte für die erste Fahrt. Hervorragend. Die Voyager 6 Millionen. Gut, reich werden wir mit dem Schiff nicht mehr. Aber bevor wir das verkaufen, fahren wir noch so lange, kurz bevor es sinkt. Und auf nach Algier. Und die Lena 8 Millionen. Ist jetzt nicht gerade so toll. Ist ja auch schon Klasse 3. Da kann man schon ein bisschen mehr erwarten.
So, muss immer mal ein bisschen weiter runterblättern, weil da auch immer mal schöne Aufträge sein können. So, Port Said hat hier mehrere Aufträge mit kleinen Volumen. So, hier 60 Millionen und dann nochmal 18. Dann nehmen wir lieber den, weil da haben wir keine Strafe. Hier haben wir schon 3 Tage Strafe. Ja, 76 Millionen. Die Shark ist angekommen in Nordamerika Ost und hat genügend Regionspunkte erzielt. Dann können wir mal wieder eine Zweigstelle kaufen. Und dann fahren wir hier gleich wieder zurück. Nordamerika Ost. So, New York ist dabei. Halifax ist dabei. Ja, sehr schön. Sind wieder 15 Punkte. Dann Zweigstelle. Wir haben die Raffinerie und das Reparaturdock bereits in Nordamerika Ost. Damit wir uns die Schleppergebühren sparen, kaufen wir die jetzt als nächstes. Die Schlepperreederei in Halifax wurde gekauft. Ja, da haben wir sie. Und Sayonara hält sich noch ein bisschen zurück. Der hat ja sonst immer mal einen Spruch drauf gehabt. So. Wir könnten jetzt auch schon mal in Südamerika hier ein bisschen rumfahren. Gucken wir mal in Georgia, was wir an Bulkschiffen haben. Klasse 2. Ja, aber nicht ganz so toll. So, wie sieht es eigentlich aus mit Klasse 3? Können wir da überhaupt überall hin? Ne, hier haben wir zum Beispiel in Stanley nur Klasse 1. Manaus hat Klasse 1. Also, wenn wir zwischen zwei Städten pendeln wollen, immer mit Aufträgen hin und zurück, dann brauchen wir Tatsache Klasse 1, oder? Ne, hier ist ja noch Buenos Aires. Ja, die gehören noch dazu. Also zwischen Buenos Aires und Santos könnten wir pendeln. Mit Klasse 2, das geht dann noch. Dann kaufen wir uns Bulkschiff Klasse 2. Leider gerade nur 40.000 Kubik da. Und noch ein Container. Klasse 2. 5.000 Toy. Dann gucken wir gleich mal. Jetzt müssen wir uns erstmal auf den Weg machen hier nach Südamerika. Was haben wir da für schöne Aufträge? Ja, irgendwie gar nichts. Buenos Aires wäre hier, aber können wir nicht annehmen. Dann nehmen wir Balboa mit. Das sind 6 Punkte. Immerhin. Und mit dem Bulkschiff können wir auch nach Balboa. Dann haben wir einen Auftrag nach Santos, der keine Punkte einbringt. Sehr mysteriös. So, nehmen wir erstmal die kleinen Volumen. 5000, 7000, jawohl, 18 Punkte nach Balboa. Und die Scarlet, 40 Millionen.
viele Aufträge, aber mit Klasse 2 vieles nicht zum Mitnehmen. Ladevolumen reicht hier hinten und vorne nicht. Dann nehmen wir Colombo. Das ist eine 6-Tages-Tour, dann müssen wir auch nicht immer so oft klicken. Oh, hier ist gut. 100.000 Barrel, 12 Millionen. Nochmal 100.000, 6 Millionen. Hier nochmal 6. So, dann machen wir 24 Millionen. Ja, das ist sehr gut für Klasse 2. Der Komoran. Wir haben schon über 30 Punkte in Afrika gesammelt. So schnell geht das. Wir haben jetzt schöne Aufträge in Durban oder nach Durban. Und schon wieder 11 Punkte. Sabotage. Eines ihrer Schiffe wird vom Zoll aufgehalten. Oh, und jetzt wird schon wieder die Pacific Bay kontrolliert. Na, wir haben ja gerade nichts angenommen. Jetzt können wir schön annehmen. Jetzt können wir Schmuggelware annehmen. Jebel Ali haben wir noch einen Auftrag. So, Salala. Oh, super Auftrag hier gerade in Jeddah. Zwei super Aufträge. Drei. Vier. Können wir alle nicht annehmen. Mit unseren Klasse 1 Tanker hier. Oh, Jeddah ist immer eine Reise wert. Wir nehmen Salala mit. Jebel Ali können wir nichts mitnehmen. Und der Kobalt Carrier. 19 Millionen. So, Bangkok werden 9 Millionen, hier 7, 6, Shanghai hätten wir 15. Dann nehmen wir Shanghai an, eine 2-Tages-Tour, 16 Millionen. Und die Aphrodite hat auch wieder Punkte eingefahren in Afrika. Bulkschiff. Schöne Aufträge hier nach Durban. Können wir jetzt wieder nur 2 Aufträge mitnehmen. So, sind wieder 10 Punkte nach Durban. Die Frieda. Schöne Punkte in Nordamerika Ost. Wir haben noch Aufträge nach New York und können noch mehr mitnehmen. Nochmal 12 Punkte. Für eine Eintagestour. Hervorragend. Die Shark ist in New York. Halifax müssen wir hin und da können wir noch Aufträge mitnehmen. Und in Quebec können wir noch kurz anhalten. Also danach. Jawohl, der Komoran.
Jetzt haben wir schon über 50 Punkte in Afrika. So. Mombasa, was für Aufträge hier. Wir nehmen die wieder Kapstadt, eine Eintagestour. Sechs Punkte. Nicht viel, aber es lohnt sich trotzdem. Die Florentina holt in Europa Mitte die ersten Punkte. Oder was heißt, die ersten paar waren wir ja schon. 28 haben wir jetzt. Nach Felixstowe haben wir noch. Dann nehmen wir hier noch einen Auftrag mit. Rotterdam können wir mitnehmen. Als nächste Tour. Und da ist die Florentina schon wieder angekommen. Jetzt haben wir schon 40 Punkte in Europa Mitte. Rotterdam haben wir noch was zu mitnehmen. Dann können wir von da nach Le Havre. Super, lohnt sich doch. Auf nach Rotterdam. So, Sayonara ist ins Minus gerutscht. Warum auch immer. Und mit der Frida sind wir angekommen in Nordamerika Ost, in New York. Und da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Wir machen weiter Jagd auf die Zweigstellen. Und wenn wir genug Punkte, Geld zusammen haben, dann kaufen wir uns noch einen Klasse 5 Megadampfer, sofern vorhanden. Ja, und so hoffe ich mal, dass wir Sayonara hier komplett aufkaufen können mit dieser schönen Taktik hier. Ja, schalt wieder ein, würde ich mich drüber freuen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.